Schweizer Talent von 2011, das ist heute Abends Thema. Ganz herzlich willkommen, Damen und Herren, zum Top-Tag. Ich habe Ihnen eine grosse Portion Talent ins Studio geholt. Darf ich vorstellen, die Stimme, die Sie tagtäglich am Radio begleitet, das Gesicht, das Sie wahrscheinlich auch schon durch manche Sommerjassnacht durchgeführt hat. Er gilt, und das kann man wirklich neidlos sagen, als die grosse Hoffnung in der Schweizer Medienwelt. Und ich glaube, das Jahr ist mit ihm zu rechnen. Er heisst Reto Scherrer und ist heute in einem klein privateren Rampenlicht. Ganz herzlich willkommen, Reto. Freut mich sehr. Ich erfahre unglaublich viel Neues über mich. Das ist gut. Neues Talent 2011. Ja gut, ich hätte dich ehrlich gesagt auch gerne angekündigt heute als Nachfolger von der Monika Fasnacht. Ich hätte gewettet, dass ich dich eines Tages so ankündigen kann. Das ist der neue Jaskönig. Wieso sind die Karten doch anders gespielt worden? Das weiß ich nicht. Also, ob sie überhaupt anders gespielt worden sind und ob das nicht schon, irgendwie schon immer mal der Plan war, dass der Roman das könnte machen, das weiß ich wirklich nicht. Das müssen andere entscheiden. Aber ich weiß einfach, dass der Roman ist sicherlich die beste Besetzung überhaupt. Weil es gibt niemanden, der so gut jasst wie er und mit so viel Leidenschaft hinter dem Spiel steht. Also ich kenne keinen anderen. Also, hast du schon mit ihm zusammen gejasset? Ich habe noch nie mit ihm gejasset, aber wir sind einmal für einen Samstag Jass auf Mallorca gegangen und da war er Gast am Jastisch. Und er jasst immer. Also er jasst im Flugzeug, er jasst auf dem WC, er jasst nach dem Essen. wirklich, also er ist fanatisch. Und ich denke, also es ist absolut die beste Besetzungsbeste, die überhaupt passieren konnte. Und also ich bin nie der Jasser gsi, wo ich jetzt hätte müssen sagen, das wäre mein Leben, eine Jass-Sendung. Es hat jetzt aber doch recht hohe Wellen geschlagen. Wie sind so die Reaktionen bei dir angekommen? Die News, die jetzt gerade erst quasi reingekommen ist, dass bei deiner Sendung eine totale Umstellung wird stattfinden? Also ich habe mich sehr gefreut eben darüber, weil ich finde, also Monika hat das super gemacht. Aber Monika hat das 14 Jahre lang gemacht, so lange wie niemand anders. Mhm. Also das ist auch eine grosse Auszeichnung. Alle ihre Vorgänger sind zwischen 4, 5 und 6 Jahren gewesen. Sie macht das 14 Jahre, das ist super, oder? Also der Roman wird es wahrscheinlich nicht 14 Jahre machen. Und dass man ihn jetzt geholt hat, wie gesagt, also für mich perfekt. Ist das keine Überraschung für dich, dass jetzt das so viele Leute bewegt auch? Das ist für mich eigentlich nicht eine Überraschung, weil ich schon immer gewusst habe, dass das Jassen... Ist irgendetwas wichtig? Dass ich, ja, ist irgendwie also ich meine, die Sendung an sich ist für ganz viele Leute wichtig. Das ist so. Also jetzt mal abgesehen vom Donnerstagjass gibt es ja noch den Samstagjass, der immer am Samstag zu Abend kommt. Und das wird Monika Fasnacht weiterhin machen, den Samstagjass. Und den Sepp gibt es irgendwie seit über 40 Jahren. Mhm. Und auch das ist etwas, was es ja auf der ganzen Welt nie gibt. Also ich glaube, Wetten, das ist im deutschen Fernsehen das, was es am längsten gibt. Und nachher irgendwie, wer wird Millionär mit dem Günther Jauch. Aber auch das ist natürlich nie bei 40 Jahren. Mhm. Und das zeichnet schon aus, dass einfach unsere Bevölkerung sehr viel auf die Sendung hebt. Und vor allem, dass eben die Quote auch immer noch nach dieser Zeit immer noch so gut ist. Es hat seinen Stellenwert. Genau. Auch du hast deinen Stellenwert. Du hast vorher ganz frech übergelacht, wenn ich dich angekündigt habe mit Talent. Von dir wird man das ja noch viel hören. Ich hoffe es zumindest. Siehst du dich selber gar nicht als Talent? Oder ist es schon fast eine Beleidigung, weil du denkst, ja, ich habe für mich eigentlich genug erreicht? Ich kann es eigentlich schon... Es ist noch schwierig zu sagen. Also, ich habe schon immer das Gefühl, es müsse jedes Jahr wieder ein bisschen etwas Neues geben und etwas Neues passieren in meinem Leben. Und ich muss mir auch jeden Tag wieder irgendwie ein bisschen selber einen Kick geben, dass ich wieder, ja, wieder mal etwas anderes machen kann. Oder, ich mache auch wahnsinnig viel übrigens. Also, es ist ja nicht so, dass ich nur Radio, nur Fernsehen mache, mache noch viel nebendran. Aber ich glaube jetzt nicht, dass genau das 2011 besonders amüsant und grossartig für mich werden müsste, weil ich bin also grundsätzlich sehr zufrieden mit meinem Leben. Und ich habe auch gemerkt, gerade in den letzten zwei Jahren, dass es eigentlich schon noch viele andere Sachen gibt, als nur arbeiten, in Anführungszeichen. Also ich habe plötzlich gemerkt, dass es wirklich schön ist, wenn man einfach von draussen sein kann, wenn man rumlaufen kann. Wie heute zum Beispiel, habe mich riesig gefreut, als ich auf Winterthur gefahren bin, aus dem Kanton Thurgau. Wir hatten Nebel, bin auf Winterthur gekommen, strahlender Sonnenschein, und man sitzt im Auto und fährt hin. Und ich musste dann zuerst mal 10 Minuten ein bisschen draussen rumlaufen, weil ich einfach Freude hatte an der Sonne. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass so eben, irgendwo bist du ein leidenschaftlicher, ein Triebner. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ewiges Autofahren vom Thurgau Winterthur dir würde langen. Bist du eigentlich wirklich ein Naturtalent oder liegt es auch ein bisschen daran, dass du ein extremer Schaffer bist, dass du so gut bist oder das erreicht hast? Also ich denke, also das ist sehr nett,
Ich komme mir schon fast vor, wenn ich gestorben wäre, mit dieser Laudatie. Nein, aber es ist so, ich glaube, bei allen Leuten, die Talent haben, das reicht nicht. Also das Talent, das kann man sich darüber streiten, das macht vielleicht 60, vielleicht 70, vielleicht 80%, wenn es hochkommt, bei jemandem aus, bei einem Musiker, bei einem Schauspieler, bei einem Moderator, bei einem Böschler, bei einer Verkäuferin. Und dann ist es ganz wichtig, dass man sicherlich das Handwerk auch beherrscht. Und das muss man lernen. Darüber muss man sich immer wieder Gedanken machen, wie kann man sich vorwärts treiben. Und daran muss man arbeiten. Also man kann nicht einfach ein bisschen kommen und dann ein bisschen irgendetwas erzählen und sich nicht darauf vorbereiten. Das geht gar nicht. Und das ist auch nicht professionell. Und also ich war mal an einer Wetten-das-Probe am Freitagabend mit dem Thomas Gottschalk in Basel. Und es hat mich schon noch schwer beeindruckt, wenn er einfach bis am Morgen um 1:30 die Sendung immer und immer wieder durchtrainiert hat und sämtliche Sprüche von den Prominenten, die dann auf der Couch sie werden am nächsten Abend, am Samstag, die sind doppelt worden. Sämtliche Sprüche hat er schon quasi gelernt und es kommt ja dann sehr spontan über in die Sendung, das ist ja gut so. Aber also ohne Fleiß kein Preis. Also man muss immer arbeiten. Ja, ich glaube, das sagt dir auch etwas. Du bist einer, der viel geschafft hat in den letzten 15 Jahren. Wo zum Teil auch unter einem Nachrichtenpult unten geschlafen hat. Und nicht aus dem Radiostudio raus ist. Aber um noch mal ein bisschen zurück auf das, bist denn du autodidaktisch quasi mit dir selber umgegangen? Hast du dir alles selber beigebracht, wie man redet, wie man bei den Menschen ankommt, wie man sich präsentiert? Oder hast du eine Art wie einen Mentor gehabt? Weil ganz viele Aushängeschilder am Fernsehen sagen, ja, dank ihm oder ihren oder die sind noch wichtig für mich. Nein, ich habe nie irgendwie jemanden gehabt. Vor allem, das ist mein Leben. Ich bin eigentlich ein Einzelgänger. Also ich bin für mich selber und ich bringe mir eigentlich oder habe mir viele Sachen selber beigebracht. Und ich bin auch nicht wahnsinnig gern zu lang mit Leuten zusammen. Also jetzt, das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint oder so. Aber ich brauche einmal einfach wieder mal 3-4 Stunden für mich selber. Und ich bin zum Teil sehr ungeduldig, wenn es ums Schaffen geht und wenn dann auch dauernd jeder noch eine andere Idee hat. Und das ist ja halt so im Team und das ist ja grundsätzlich auch gut. Aber ich mag es manchmal schon mal fast nicht warten, bis wir wirklich anfangen zu schaffen, wenn es mal darum geht, irgendwie neue Ideen auszubrüten. Mhm. Weil ich sitze so am Sitzungspult und denke, wir müssen jetzt, wir können nicht nur immer darüber reden. Ja. Und ich bin so wirklich ein aktiver Machertyp und Ich hau lieber mal zuerst mal drauf und dann meistens funktioniert es ja mal nicht beim ersten Mal. Und dann korrigiere ich, anstatt wie andere, die sich zuerst alles ganz genau zuweglegen und alle Massnahmen ausrechnen, die passieren könnten, alles Schlimme, was passieren könnte. Das überlege ich mir gar nicht, sondern ich gehe einfach, schwätze mal und mache. Und dann komme ich meistens auf den Boden ab, weil dann irgendwie Leute sagen, du, das ist nicht gut gewesen, und dann müssen wir noch mal drüber. Und dann gehe ich erst in mich und plane. Ja. Wir müssen vielleicht sagen, du bist bekannt worden weit über die Ostschweiz als Radiomoderator. Bei Mike die beste Scherztelefon von der Schweiz produziert, sagen die einen. Du hast den Ostschweizer Medienpreis bekommen für deine Serie mit der Altersheimbewohnerin, der Frau Burkhardt, wo du täglich mit ihr telefoniert hast in der Morgenshow. Du hast dich quasi wirklich in die Herzen aufgeschnürt. Ich habe es nicht umsonst gesagt. Irgendwo ist ja das angekommen, was du rausgelassen hast. Ist es vielleicht eben genau darum gewesen, weil du dich selber nicht zensuriert hast, weil du dich nicht angepasst hast an ein Raster von «Das darf man sagen und das darfst du den Menschen ja nicht zutrauen». Ja, yeah, das kann ich irgendwie nicht so sagen. Das ist ja meistens so, wie mit eigentlich sind ja alle Phänomene nicht erklärbar. Also wenn man irgendwie fragt, wieso hat der Robbie Williams so viel Erfolg? Klar, er sieht gut aus, er singt gut, wunderbar. Aber wieso gerade er? Es gibt ja Millionen andere, die das auch können. Wieso gerade er? Eben, das weiss ich nicht. Das ist ja zum Glück nicht planbar. Wenn man das könnte, dann wäre ja jeder erfolgreich. Wenn ich gewusst hätte, dass das mit der Frau Burkhardt mal so rauskommt, wenn ich gewusst hätte, dass die versteckten Telefone mal so sind, wenn ich gewusst hätte, dass nachher alle sagen, das ist, der macht noch gutes Radio, dann wäre es nicht gegangen. Weil dann hätte man sich wahrscheinlich auch verstieft auf das und hätte immer möglichst Gute rausgeholt, wenn es um Frau Burkhardt gegangen wäre oder wenn man irgendwie eben so etwas im Radio gemacht hätte, hätte immer das Beste machen. Ich glaube, man kann das nicht planen. Man macht einfach und dann hat man das Glück des Tüchtigen, dass es dann irgendwie etwas daraus wird. Aber ich muss schon sagen, viele Sachen haben natürlich auch nicht funktioniert. Was also das denn? Wissen natürlich die Leute nicht. Wo hast du am meisten auf die Kappe bekommen? Nein, ich kann es ja nicht sagen. Ja, also im Radio natürlich. Im Radio habe ich viel Sachen gemacht. Serien. Ich habe Gäste eingeladen, die nicht funktioniert haben. Gut, das war einmalig meistens. Aber ich habe probiert, neue Sendungen zu entwickeln.
entwickeln, mit unserem Programmchef dort mal zusammen und so. Und vielfach ist das einfach ist das nicht gegangen. Das haben wir irgendwie dreimal gemacht und dann hat es einfach geheißen, du, das interessiert die Leute nicht, das kommt nicht an und es ist auch nicht gut vorbereitet. Mhm. Also du musst einfach spülen. Und ich glaube, die wirklich gute Sache im Leben, das ist meine tiefe Überzeugung und das macht mich eigentlich auch sehr zufrieden und froh. Die gute Sache, die grossen Sachen im Leben, die kann man nicht planen. Das ist einfach Glück. Und da kann man auch nicht irgendwie einen Universitätsabschluss irgendwo machen auf Amerika und man kann nicht irgendwie ein Leben lang beten dafür, sondern es ist einfach Glück. Und die einen haben das und die anderen schlussendlich nicht. Und dann kann man das Glück natürlich noch verfeinern, kann daran arbeiten und kann wirklich schauen, dass es eben noch grösser wird. Aber man kann nicht alles planen im Leben, zum guten Glück nicht. Mhm. Hättest du selber mal gedacht, dass du das mal wirst sagen? Früher als triebener Entertainer, sage ich jetzt mal. Nein. Oder da kommt irgendwann an einem anderen Punkt wahrscheinlich zu so einer Einsicht. Ja, das ist so. Also, früher hätte ich gesagt, ja, nein, man kann es steuern, man kann die Leute beeinflussen. Und das kann man auch, zum Teil. Man kann den Leuten etwas vorwerfen, nicht werfen, sondern einfach den Leuten etwas geben, was sie immer wieder hören und dann finden sie es irgendwann gut. Das ist so. Aber das geht nicht mit allem. Wirklich nicht. Und irgendwann, die Leute sind nicht dumm. Also die Leute, die zuschauen oder zulassen, die wissen, was sie wollen. Mhm. Und da kann man nicht einfach irgendwie denen etwas aufzwingen. Wie ist es gewesen, oder ich sage es jetzt mal, wie schwierig ist es gewesen, die Rolle als Entertainer von dem Kultmoderator, der mir dir viel gesagt hat, so zu wechseln, ist ein bisschen ruhiger in der RS1-Studio. Viele Leute haben ja gestaunt, du wahrscheinlich auch. Und schlussendlich bist du sehr glücklich dabei geworden. Was macht es aus? Was ist? Also gut, ich muss dazu noch sagen, es überrascht mich heute noch. Da gibt es ganz viele Hörerreaktionen bei der RS1 von Leuten aus dem Wallis, von Bern, von Chur, von Genf, die schreiben, du da, der Reto Scherer bei der RS1, der ist also, das ist auch noch ein Frecher. Der ist also auch noch, der gibt noch recht Stoff da auf dem Sender. Und dann gibt es die anderen aus der Ostschweiz, die wir vorher schon kennt haben über all die Jahre, die sagen, du, irgendwie, der hat ein bisschen der hat nicht mehr so viel Power irgendwie. Und so. Und das ist noch interessant zu sehen, oder? Also für die, die natürlich mich schon kennt haben vorher, ist es jetzt fast ein bisschen irgendwie zu brav oder zu bitter, oder das höre ich manchmal, das ist schon so. Und für die anderen ist es fast immer noch zu viel. Also denke ich mir, bin ich eigentlich auf einem guten Weg, auf einem guten Mittelmaß und vor allem, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es so, wie es für mich stimmt. Ja, eben, da muss man sich eigentlich gar nicht mehr zurückerklären. Ja. Ja. Ich muss niemandem irgendwie wirklich jetzt möglichst lustig am Radio sein für irgendwie jemanden, der zulässt oder möglichst ernst auch für irgendjemanden, der zulässt, sondern ich mache das, was ich für richtig halte. Und ich glaube, nur da ist das, was funktioniert. Weil wenn man sich dauernd von irgendwelchen Leuten einflößen lässt, wie man sein soll, und irgendwelchen Trainern, die einem sagen, wie es funktioniert, das ist sicher gut im Ansatz. Aber ich glaube, man muss für sich selber wissen, was man will und wenn man sich selber präsentiert. Und dann eben manchmal geht man auf die Schnarre. Aber es ist wichtig, dass man sich das selber zugesteht. Und manchmal ist es vielleicht auch schön, dich nicht ganz eben unzensuriert zu hören. Ich habe ja, vieles nicht ganz jugendfrei von dir früher am Sender gehört. Was? Ich habe aber letztens auch gestaunt, als ich einen Versprecher auf der Seite gehört habe, du vom Swinger anstatt von der Schwinger-Szene geredet hast. Also, ich habe gedacht, ist nicht ganz alles zensuriert. Blühst du eigentlich auf, hast du das Gefühl, wenn nicht alles so glatt und nicht alles so optimal läuft? Kann das sein, dass genau dann, wenn eine Sendung mal fast kippt, weil irgendwie es ist irgendein Fehler in der Leitung oder irgendjemand weiss nicht mehr, was sagen, dann kommt erst recht der Reto Scherer. Ja, das ist so. Also ich wünsche mir das auch immer. Es gibt ja viele Moderatoren, die sagen, das wäre das Schlimmste für mich, wenn irgendwann mal etwas nicht mehr funktionieren würde, wenn ich im Radiostudio bin und die Musik kommt nicht mehr, das Mikrofon geht nicht mehr. Gut, das wäre dann wirklich auch schlimm für mich, wenn das Mikrofon nicht mehr geht. Aber ich wünsche mir das manchmal wirklich, ja, dass es so eine Panne gibt, dass einfach nichts mehr geht, außer das Mikrofon. Mhm. Ich glaube, dann zeigt sich auch irgendwie das wahre Talent und dann dreht sich auch, ja, dann kann man wirklich aufdrehen und man kann dann wirklich auch beweisen, dass man eben vielleicht, dass man das lebt. Dass man das nicht nur einfach abliest, zum Beispiel irgendwie welche Moderationen und so, sondern dass man das wirklich lebt, dass man das fühlt, dass man das raustransportieren zu den Leuten und dass man das selber ist. Und das bei einer Panne merkt man das dann wirklich sehr schnell. Also wer das wirklich das ernst meint mit dem Radio machen und wer nicht. Mhm.
Ich habe eine sehr schöne Situation letztens auch gehört, wo eine Hörerin SMS nicht können aussprechen konnte. Und ihr habt 10 Minuten darüber geredet, wie man jetzt das ausspricht. Genau. MMS ist es. MMS. Genau, MMS und so. Und dann ist es so gegangen, 10 Minuten lang. Mhm. Ich dachte, das ist eigentlich ein wunderbares Stück, weil jeder hat wahrscheinlich zugelassen. Und es ist sowas von nicht das Alltägliche. Ja, das ist so. Also, es schaltet sicher niemand ab bei solchen Situationen. Das ist ja immer das, was natürlich dann die Leute sagen oder die Programmverantwortlichen sagen, da müssen wir aufpassen, dass wir da natürlich dann nicht zu viele so Fehler drin haben. Oder? Und wenn man 10 Minuten über MMS oder so diskutiert, über wenn man es ausspricht, ob jetzt das sinnvoll ist oder nicht, darüber kann man sich streiten. Aber Fakt ist, es schaltet sicher niemand ab. Also mir ist es mal passiert, das war vorher bei Radio Top, dass wirklich mal die Musik nicht mehr gegangen ist, am Morgen am 5 vor 7 und nur noch das Mikrofon. Und ich habe einfach 4 Minuten ins Mikrofon reinpfiffen. Also ich habe einfach, weil ich nicht mehr gewusst habe, was sagen. Und dann einfach... Und es hat, also ich bin überzeugt, es schaltet niemand ab. Wie wenn man morgen den Radio einschaltet und es pfeift einfach irgendjemand. Dann wird man ja wissen, wie geht es weiter, was kommt nachher und so weiter. Also man schaltet sicher nicht ab. Das ist das eine, was positiv ist. Das andere, was vielleicht dann ein bisschen negativ ist. Und da muss man schon aufpassen. Das ist Glaubwürdigkeit. Mhm. Also wenn das natürlich zu viel passiert, das ist natürlich sehr schlecht. Und unser höchstes Gut, jetzt gerade auch bei Radio DRS1, ist natürlich Glaubwürdigkeit. Und da kann man nicht einfach irgendwie mal ein bisschen ein bisschen lustig sein oder mal zu viel pannen und so, das liegt nicht drin. Mhm. Weil jetzt einfach bei 2 Millionen Zuhörern, ja, da geht es wirklich darum, dass die Leute, die den Sender hören, dass die wissen, dass das, was über den Sender kommt, dass das stimmt. Auch das war nicht immer so. Also eben, wir kennen deine Scherztelefone, wo du Leute reingelegt hast, also denen ihre Glaubwürdigkeit quasi in Frage gestellt hast. Du hast mir als einer der ersten Menschen in dem Journalismus gesagt, Katrin, es ist nicht so schlimm, wenn man einmal eine Beschwerde oder eine Klage am Hals hat. Das würde ich nicht sagen, wahnsinnig beruhigt. Ja, genau, hat es mich nicht. Dein Levite-Register, das gibt es. Ich glaube, eine Geschichte, die mir zumindest nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, ist die, wo du einen Englischtest mit einem Lehrer durchgeführt hast und sogar für Schlagzeilen in Australien gesorgt hast. Eine Anekdote, wahrscheinlich, die dir auch sehr geblieben ist, oder? Ja, das ist gut. Man muss schon sagen, das ist sehr lange her. Ja. Aber es ist mir immer noch absolut präsent. Das stimmt, ja. Da haben wir ein verstecktes Telefon gemacht mit dem Lehrer von Frauenfeld, der eine Englischklasse hatte. Wir haben einen Tipp bekommen irgendwie von einem Schüler, irgendwie, der gesagt hat, du, unseren Lehrer, den müssen wir mal auf die Chip nehmen. Und habe ihn angerufen und habe mich ausgegeben als Schulrektor. Und ich mache jetzt gerade mit ihm am Telefon einen Englischtest, ob er überhaupt befugt sei, um die Klasse in Englisch zu unterrichten. Und hat dann gesagt, hello, Mr. Can you speak in live this now? Just for like im perfekten British English. Also, ja. Genau. Und er hat es einfach nicht verstanden, weil ich ja irgendetwas geschwätzt, was es gar nicht gibt. Und er ist so nervös geworden, weil er wirklich das Gefühl hatte, ich sei der Schulrektor, und hätte nicht mehr können. Und hat dann irgendwann das Telefon aufgehängt. Und wir haben dann das Telefon am nächsten Morgen ausgestrahlt. Und die ganze Klasse hat wahrscheinlich das gehört. Und als er in die Schule kam, hat die ganze Klasse gelacht. Er hat sich umgedreht, ist aus dem Schulzimmer anscheinend raus und hat gekündigt. Ja. Und das ist natürlich nicht gut, das ist ja völlig klar. Tut dir das leid? Das tut mir leid, ja. Ja, das tut mir leid. Auf der anderen Seite hat es auch immer viele Leute gegeben, die gesagt haben, ja, also wenn er das nicht mag, dann ist es vielleicht auch okay, wenn er dann nicht mehr zu lang oder noch mehr Klasse unterrichtet. Das finde ich übrigens nicht. Ich sage nur, es gibt immer dafür und dawider. Und ich habe mich dann probiert, bei ihm zu melden, und wir haben dann das irgendwie können wieder in die Wege leiten, und das ist dann auch zu einem sehr guten Ende gekommen. Aber das lehrt einem, das meine ich genau. Also ich mache halt einfach mal oder habe dort mal einfach mal gemacht, und manchmal ist es dann halt nicht gut rausgekommen. Aber das finde ich entscheidend. Dass man dann wirklich daraus lernt, aus den Fehlern. Dass man nicht einen Fehler zweimal macht. Ich finde, jeder darf Fehler machen. Jeder kann jeden Tag Fehler machen. Aber einen okay und dann den gleichen nicht mehr. Das finde ich noch wichtig. Wir haben jetzt viel über das Radiotalent geredet. Ich habe immer Angst, dass man da zu viel Haut sieht von meinen Knien. Ja, wir sind aber das ist im Fernsehen, du zeigst dich schon ziemlich freizügig. Ja, aber im Radio ist das eben auch im Radio, das ist meine Lieblingshose. Ein anderes Talent. Wobei, bei dir sieht man ja auch viel unten dran mit den Füßen. Erträgst du es, oder ist gut? Ja, erträgst du es, ist gut. Nein, ich finde es natürlich spannend.
Fernsehen, eben, man sieht dich schweizweit mittlerweile. Das ist das andere, du bist quasi Konvergenz in Person mit Radio und Fernsehen. Als berühmtes Gesicht schon fast in der Schweiz. Was schwebt dir da vor? Gibt es Visionen, Wünsche, die dich dort antreiben? Im Radio bist du, wie du gesagt hast, irgendwo auf eine Ebene gekommen, wo du sagst, das gefällt mir, das macht mich glücklich. Mm. Ist das beim Fernsehen auch so? Ja, also beim Fernsehen ist halt etwas völlig anders als Radio. Und Fernsehen kostet so viel Geld und Fernsehen ist so schnelllebig und Fernsehen ist halt irgendwie wirklich viel Schein um nichts. Und im Fernsehen sagen sie einem, Reto, du musst auf dieselbe Linie hinstehen und dann musst du es nochmal machen und dann musst du das auswendig lernen und so. Und im Radio ist es natürlich schon einfach Herz. Und man kann und sprich, du wünschst dir auch dort eine Green Card quasi. Das kann man nicht. Wenn es das geben würde, das wäre wahrscheinlich super, aber dann würde es niemand schauen, weil dann wäre es einfach ein Durcheinander. Also, weil Fernsehen braucht einfach so viel. Fernsehen braucht so viele Kameraleute, braucht so viele Skiwerfer, braucht eine Vorbereitung, braucht da. Niemand weiß, wieso das Wasser da ist. Mal zum Trinken. Aber Fernsehen braucht viele so Sachen, oder? Radio braucht das nicht. Und Fernsehen ist geplant. Was macht dich denn glücklich am Fernsehen machen? Ich finde es. Erstens mal eine wirklich gute Abwechslung zum Radio. Weil Radio braucht auch sehr viel Power. Weil wenn man 4-5 Tage auf Sendung ist und alles gibt von sich und wirklich das mit Leidenschaft macht, dann ist man einfach mal froh, wenn man entweder einen Tag frei hat oder wenn man einen Tag kann, in ein anderes Geschäft arbeiten. Und bei mir ist das seit 7 Jahren das Fernsehen. Ich bin jeden Dienstag, seit 7 Jahren jeden Dienstag im Schweizer Fernsehen und arbeite dort hauptsächlich für eben Samstagjass, Donnerstagjass, hol die Leute dort an, die Prominenten und so. Aber ja, du hast ganz sicher, so wie ich dich als kreativer Mensch kenne, deine Visionen. Was schwebt dem vor, wenn du jetzt einfach das Budget hättest und selber könntest Hand anlegen? Was würdest du dir verwirklichen? Welche Vision? Also ich glaube, unser Land, die Schweiz, dadurch, dass es ja sehr klein ist und ich vielfach sage, ich bin eigentlich im falschen Land auf die Welt gekommen, obwohl mir gefällt es ja da so gut und ich bin ein Jahr lang auf Weltreise gewesen und ich bin so gerne wieder heim, ich finde es wirklich super, super, super da. Aber wir haben ein kleines Land. Also wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Deutschland, wo halt die 80 Millionen Einwohner hat und allein 23 private Fernsehstationen und so und die machen wirklich gutes Zeug. Ich glaube, so Sachen wie in Deutschland oder auch in Amerika, wenn ich manchmal so ein bisschen reinschaue, was so die Zukunft dort ist, würde ich das gerne auch mal probieren hier in der Schweiz. Aber ich glaube ehrlich gesagt selber nicht, dass es funktioniert. So Sachen wie zum Beispiel, früher hat es gegeben, Spiel ohne Grenzen. Das kennen noch viele Leute, das ist aber schon irgendwie 20 Jahre her. Aber das war der Event. Da ist wirklich jede Form Fernsehen zuhause gesessen. Das ist ja heute auch gar nicht mehr möglich, weil sich die Welt so stark verändert hat. Aber einfach etwas, ein riesen Mega-Event. Und einfach etwas, wo live ist auf jeden Fall, wo mit Spiel zu tun hat, wo mit von mir aus Prominenz zu tun hat und wo live ist. Jetzt kommen wir gerade in den Sinn, das ist eigentlich der Donnerstagjass. Im Prinzip, das stimmt, aber ja. Prominenzspiel und live, ja. Wenn du jetzt sagst, du würdest eigentlich gerne auch ein bisschen ausbrechen, Thema Ausland für dich nie eine Option gewesen? Nein, nie. Nein. Weil ich bin wirklich so ein Mami-Höck. Also das ist so ein bisschen, nicht gerade wegen meiner Mutter. Also, du hast auch noch eine schöne Frau, die es sich lohnt, um da zu bleiben. Nein, ja, selbst sowieso. Nein, aber ich bin so gerne im Thurgau. Und ich bin so gerne in Zweifelden. Und ich könnte mir nie irgendwie vorstellen, auf Zürich zu ziehen oder sonst irgendwo hin. Und schon gar nicht ins Ausland. Also ich fühle mich so wohl zuhause und ich habe so Freude, wenn ich zu Abend wieder heimkommen darf und zu den Menschen, die mir eben wirklich wichtig sind. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich das... Nein, Ausland ist für mich nie... Du bist jetzt durch ein extrem treuer Mensch, oder? Du sagst, ich bin ein treuer Mensch. Du gehst auch heute noch regelmässig an die Volksfeste, wo man dich antrifft, bei der Missöpfelwahl, im Dorf. Und wenn man mit dir unterwegs ist, dann merkt man, dich mag man irgendwie einfach. Bist du aber auch schon bei Menschen in sie auf Granit gestossen, was geheiss hat, oh nein, das ist her. Oh nein! Natürlich! Also das gibt es ja immer. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre.
Also, es wäre ja wahnsinnig, wenn alle würden sagen, ah, das ist noch ein lässiger, sympathisch und so. Das ist ja, nein, das ist völlig klar. Also, da gibt es ganz viele Menschen, die sagen, du, hallo. Mhm. Oder die jetzt gerade umschalten, wenn sie uns sehen im Fernsehen. Aber das ist ja auch okay. Also, das soll bitte, bitte jeder das machen in seinem Leben, was er will. Und soll sich mit den Leuten abgeben, die er will. Also, wenn mir etwas nicht gefällt im Fernsehen oder im Radio und so, ich finde noch lange nicht alles gut, dann schalte ich auch um. Schlimm finde ich einmal die, die Briefe schreiben. Nein, die finde ich nicht schlimm. Aber ich denke mir, woher haben diese Leute Zeit? Also, ich sehe jeden Tag 100 Sachen im Fernsehen, die ich nicht gut finde. Was trifft die denn? Wenn eine, was trifft Nein, die denn? Das mit dem Treffen, das hat sich schon längstens erledigt, eigentlich. Früher, noch vor 10 Jahren, wo es noch viel intensiver war mit Hörerpost und so, hat mich viele Sachen getroffen. Das ist ja klar, das ist ja logisch, jeder trifft das. Wenn einer sagt, wie siehst du aus und du schnarchst zu viel und du lässt nur Müll raus und so, das trifft einen, das ist völlig normal. Aber ich nehme an, du hast auch schöne Begegnungen, wenn wir jetzt noch schnell zum Schluss von der Sendung aufs andere kommen. Du begegnest wahnsinnig vielen prominenten Menschen auch, in einer ganz anderen, in dieser Glitzerwelt. Wer hat dich am meisten berührt im letzten Jahr? Also das klingt jetzt ein bisschen banal und vielleicht ein bisschen gestellt, aber ich meine es tot ernst. Also das, was mich immer noch am meisten berührt im Moment, ist immer noch Frau Burkhardt. Weil ich rufe ihr eigentlich jeden Tag an, ich gehe sie mittlerweile regelmässig besuchen. Und das mit den Promis und das Leben dort mit dem Glamour und so, das ist halt einfach, irgendwann merkt man, dass das wirklich nicht echt ist und dass das halt Leute sind, die man eigentlich nicht braucht in seinem Leben. Und dann gibt es eben Leute wie Frau Burkhardt, wo man irgendwie dann zu denen etwas aufgebaut hat und wo einem dann wirklich ans Herz gewachsen sind. Und das ist mir wichtig. Und das andere ist mir nicht wichtig. Wir haben jetzt nicht herausgefunden, was du für grosse Kunststücke uns wirst abliefern in diesem neuen Jahr. Aber ich glaube, wir haben einiges herausgefunden über den Motor. Reto Scherer. Danke vielmals für das Gespräch. Jetzt müssen wir noch zunähen. Wir nähen jetzt die Hose zu. Und als Dankeschön, den Posttag-Chip gibt es für aufs Handy, zum draufkleben. Ich weiss, dass du sehr viel telefonierst. Es soll Strahlen harmonisieren. Danke vielmals für das Gespräch. Merci vielmals. Reto Scherer. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend. Alle miteinander.